Servus und hallo ihr Lieben, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill und heute bereite ich euch leckere Grünkohlchips zu. Und die sind wirklich total lecker und super groß und ihr werdet überrascht sein, wie toll die schmecken. Ja, und wie sie letztendlich gelingen, das erfahrt ihr jetzt im Video. Ich werde meine Grünkohlchips auf dem Grill zubereiten, gelingt natürlich auch in der Küche. Und wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, das alles jetzt im Video. Viel Spaß! Bevor wir mit der Zubereitung loslegen, möchte ich euch noch kurz erklären, wie ich auf die Idee gekommen bin, Grünkohlchips zuzubereiten. Das ist einfach erklärt. Und zwar findet ja übermorgen der Super Bowl statt. Und das ist das Finale im American Football. Und der Kameramann, der ist ja totaler Fan von den Seahawks. Gell? Genau, und er hat mir eine Liste gebracht mit Knabbereien aller Art, die er dann zu diesem Spiel dann verkauft. Bier auch. Bier und so weiter, ja. Also die Liste ist echt gesundheitsgefährdend. Und ich habe mir gedacht, nein, da mache ich immer mal einen gesunden Snack, weil wer das Video zum Gichtauflauf gesehen hat, der hat mitbekommen, dass der Kameramann da ein bisschen aufpassen muss. Und deswegen, ja, gibt es eine gesunde Knabberei, die aber so lecker ist, Kameramann, du wirst überrascht sein. Ja, und soll ich dann den ganzen Abend Grünkohlchips essen? Am Sonntag. Ja, also ganz so streng und gnadenlos bin ich natürlich nicht. Schau mal, was ich hier noch für uns habe. Ein kleines Roastbeef. Wie Roastbeef grillen übrigens gelingt, verlinke ich euch rechts oben. Kameramann, da kann man es doch aushalten, ja, und oder? Wo ist dein Stück? Das teilen wir uns schön. Ja, aber ich krieg 300 und 200. Wir haben ja auch noch Beilagen. Vielleicht mache ich dir Kroketten dazu, ja, zum Ausgleich zum gesunden Snack. Aber jetzt warte erst einmal den Snack ab. Du wirst begeistert sein, gell? Das könnte man noch dazu essen, damit es noch ein bisschen gesünder wird. Andere Leute, die bekommen ein eigenes Footballstadion aus Fleisch gebaut. Oh. Anlässlich vom Super Bowl, oh, Chefin. Da hast du recht, ja, genau. Einer der größten YouTuber, die Grillshow, der Johnny von der Grillshow, der hat sogar ein Stadion aus Fleisch nachgebaut. Aber dazu später mehr. Den interviewe ich nämlich heute noch in dem Video, also unbedingt dranbleiben. Aber jetzt würde ich sagen, lasst uns endlich einmal einen Blick auf die Zutaten werfen, oder? Bei uns wachsen ja die Grünkohlchips im Garten. Und zwar, schaut's mal her. Hier, ich blende euch mal ein Bild ein, dann habt ihr ein bisschen eine Nahaufnahme davon. Da unten steht er. Die habe ich gerade, die Grünkohlchips wachsen. Nein, ja, bei uns wachsen. Weil die Zubereitung so einfach ist. Genau, oder? Bei uns wächst der Grünkohl natürlich im Garten. Und hier habe ich schon ein paar Blätter geerntet. Das ist genau eine gute Portion für den Kameramann. Ich kann auch noch ein bisschen naschen davon. Und den wascht ihr einfach und tupft ihn dann trocken. Vielleicht habt ihr auch so eine Salatschleuder. Also auf jeden Fall sollte er weitgehend von Feuchtigkeit, von Wasser dann befreit sein. Und ihr schneidet ihn noch zurecht. Ja, einen größeren Strunk wegschneiden. Das Innere, das Blattinnere hier, also der Strunk, der ist ein bisschen hart. Oder der wird nach dem Garen... Lies mal um, das sieht man nicht. Ja, der wird nach dem Garen ein bisschen hart. Den könnte man wegschneiden. Aber man kann auch wie bei gebratenen Sardinen dann den dann so wegknuspern, aber das zeige ich euch später. Ja, also um diesen Strunk herum knuspern. Ja, und was braucht ihr noch? Ihr braucht noch Sonnenblumenöl. Ich habe auch wunderbare Erfahrungen mit Olivenöl gemacht. Schmeckt also genauso gut. Und ihr braucht eine Gewürzmischung eurer Wahl. Und diese Gewürzmischungen, also ob ihr die selber mischt oder ob ihr so eine Fertigmischung verwendet, wie hier den Taj Mahal von McAllister, also das bleibt euch überlassen und die Gewürzmischungen, die kommen eben ganz besonders gut raus. Also herrlich. Ihr werdet sehen, ein Traum, macht es dann unbedingt einmal nach. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie es geht. Ich werde jetzt erst einmal den Grünkohl nochmal so weit vorbereiten. Vielleicht noch ein bisschen das Wasser rausklopfen, ihn möglichst trocken tupfen, die Blätter. Und von einem, damit ihr das auch mal gesehen habt, werde ich diesen Stiel da entfernen. Ja, einfach entlang schneiden. Sieht man das gut? Genau, das ist ja keine. Sieht man spätestens dann, wenn der Strunk da liegt. Keine hohe Kunst. So. Ihr könnt die Blätter übrigens auch noch halbieren, also hier in der Mitte durchschneiden. Und wenn zu kleine Blätter noch dabei sind, die müsst ihr aussortieren, weil die würden vertrocknen. Also die findet man dann gar nicht mehr wieder und fallen euch durch den Rost. Also entweder Strunk weg oder eben im Ganzen. Und jetzt werden wir marinieren, und zwar habe ich hier eine Schüssel vorbereitet und da lege ich jetzt mal unseren Grünkohl hinein. Und durch seine krausen Blätter kann der natürlich super viel von der Gewürzmischung auffangen. Ja? Und die schmecken dann richtig würzig, lecker. Kameramann, freust du dich schon? Sehr. Freut mich. Aufs Roastbeef.
Wir könnten übrigens noch einen Grünkohlsalat zubereiten, wenn wir schon so viel Grünkohl haben, gell? Ja. Die Begeisterung. Oder ein Footballstadion aus Fleisch. Oder so, ja. Dazu kommen wir später. Und jetzt gieße ich einfach ein bisschen Olivenöl da drüber. Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl. Und streue die Gewürzmischung darüber. So. Das bleibt dann schon schön haften. Und jetzt knete ich ein bisschen durch, damit sich das alles gut verteilt. Geht ja nicht kaputt beim Kneten. Nein, der ist sehr starr. Robust. Robust, genau. Und dann kann man ja zwischendrin mal wieder Gewürzmischung draufgeben. Und ihr müsst schauen, wie viel euch da schmeckt. Manche mögen nur einen Hauch. Was wären denn weitere Ideen, Kameramann? Du bist doch so kreativ. Mit was könnte man denn noch würzen, marinieren? Vielleicht Knoblauch, Grünkohl und Knoblauch könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, das ist jetzt eine indische Gewürzmischung. Ja. Weiß nicht, vielleicht in die Asien-Richtung gehen. Ja, total. Kreuzkümmel, Ingwer. Sehr gut, schau. Kurkuma. Super Idee. Oder mediterran. Ja, mediterran wäre auch möglich. Pizzagewürze einfach draufknallen. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. So, muss man halt schauen wegen Salzgehalt. So, jetzt ist gut. Nur schön verteilen. So, und im nächsten Schritt platziere ich jetzt einfach unsere Grünkohlblätter auf so einer Konsistform auf einem Rost. Und unten ist dann eine Schale, die fängt ja das Fett ein bisschen auf, das runtertropft. Habt man nicht so eine Sauerei am Grill. Und wenn ihr das Ganze im Backofen machen wollt, dann nehmt ihr auch einen Rost und setzt drunter ein Blech. Und ein bisschen auf Abstand legen, damit einfach die Grünkohlblätter schön von der Hitze umspielt werden können. Und dann schön dörren oder trocknen können. Gell? Genau, weil wenn sie ja unten liegen würden, würden sie ja dann in dem Fett liegen, das runtertropft. Genau, dann würden sie eher frittieren. So, genau, so sieht doch das ganz gut aus. Und der Grill, unser neuer, der noch namenlos ist, ist vorgeheizt. Also, du schaust mit Recht so strange mich an. Das erste Gericht, mit dem du, man kann ja nicht mal Gericht sagen, den neuen Grill einweist, sind Grünkohlchips. Du hast jetzt dafür so, kommst du in die Grillhölle. Du hast jetzt so schlampert geschaut, sagt man in Bayern, dass ich gleich fast einen Schock bekommen habe. Ja, der kommt noch ordentlich zum Einsatz. Da wird noch ordentlich Fleisch aufgelegt. Nur abwarten. Das ist jetzt sein erster Einsatz. Wir wollen einmal beide miteinander warm werden bei niedrigsten Temperaturen und dann lassen wir es immer heißer werden, oder? Und du weißt auch, was ich für ein Video am Montag rausbringe, weil du gerade groß Fleisch ankündigst. Ja. Wie viel Fleisch ist da dabei vom Grill? Nichts. Tja. Da komme ich auch in die Grillhölle. Sind wir wieder zusammen. Aber es muss auch mal Gemüse sein. Und wie gesagt, ihr werdet begeistert sein. Unbedingt ausprobieren, mein Tipp. Und jetzt seht ihr hier schon mal eine Zange, eine Spaghetti-Zange, die ich hier eingeklemmt habe in den Deckel. Wenn nämlich jetzt die Grünkohlchips hier drin gedörrt werden bei 130 Grad eine halbe Stunde, dann muss man schauen, dass die Feuchtigkeit rausgehen kann. Und deswegen habe ich hier diese Spaghetti-Zange reingesteckt. Im Backofen, wenn ihr das macht, dann empfehle ich euch auch einen Kochlöffel oder irgendein anderes feuerfestes Teil halt da einfach reinzustecken und dass die Ofentür ein bisschen aufbleibt. So, jetzt muss ich mir kurz einmal, damit ich den neuen Grill schon nicht gleich versau, außen schnell abputzen. So, und dann werde ich einmal die Spaghetti-Zange kurz entfernen. Deckel auf. Ich habe den linken und den rechten Brenner, also jeweils ganz außen, angedreht. Wir haben 130 Grad im Grill und jetzt kommt das Ganze auf den indirekten Bereich für eine halbe Stunde. Und die Spaghetti-Zange natürlich nicht vergessen. Du, während das dört, ja, könnte man ja zum Footballstadion aus Fleisch schalten in den Norden der Republik. Das oder? Machen wir. Schauen wir mal, was der Johnny macht. Und wer sich jetzt nicht mit meinen Grünkohlchips und auch nicht mit einem Roastbeef begnügen möchte, für den habe ich noch eine andere Idee, und zwar das Footballstadion aus Fleisch gebaut. Hier blende ich es ein vom Johnny von der Grillshow. Ist das nicht Wahnsinn? Ich verlinke euch mal den Kanal, die Grillshow, rechts oben. Schaut da mal vorbei
Und der Johnny und seine Grillshow, die sind ja schon seit Jahren auf YouTube unterwegs. Die haben 100.000 Abonnenten. Und vor Jahren haben sie eben auch mal dieses Stadion aus Fleisch gebaut. Und mich hat das so fasziniert. Und da möchte ich jetzt dem Johnny mal drei brennende Fragen dazu stellen. Ich bin hier gerade im Football-Fieber. Hey Freunde, die Frau am Grill hat mir ein paar Fragen gelunzt. Naja, dann stellt mal eine davon. Oh Johnny, vielen Dank, dass du dich zuschaltest zu unserem herrlichen Grünkohl-Video. Ich wollte mal von dir wissen, wie viel hat denn eigentlich das Stadion gekostet? Ach, das Stadion? Das hat einen ganzen Sack voll gekostet, Freunde. Ja, so ungefähr, weiß nicht, war die teuerste Folge. 300 Euro haben wir, glaube ich, bezahlt oder 200. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Natürlich vom Metzger des Vertrauens. Ja, das ist ja ein ganz schön horrender Preis für ein Stadion. Ja, und jetzt interessiert mich natürlich auch noch, wie lange der Bau gedauert hat. Der Bau? Ja, haben wir den ganzen Tag dran gesessen. Mehrere Leute, wir gehen ja mal rum hier. Ich zeige euch mal hier noch meinen Garten. Hat ewig gedauert, Freunde. Aber es hat sich gelohnt. Am Ende sah es ja richtig geil aus. Ja, Johnny, manche Videos dauern einfach ein bisschen länger, gell? Und meine dritte Frage noch. Für wie viele Personen ist dieses Stadion aus Fleisch denn ausgelegt? 20. 20 oder 30 Personen können davon satt werden. Wir mussten davon noch wochenlang essen. Freunde, also ladet euch genug Leute ein. Aber ist ja jetzt gerade nicht möglich. Aber vielleicht nächstes Jahr, ne? Freut mich, Johnny. Vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest, dir und deiner Crew und deinen lieben Abonnenten natürlich einen tollen Super Bowl-Abend. Viel Spaß dabei und möge der Bessere gewinnen, würde ich sagen. Danke, ja. Dann grüße ich mal hier auch den Kameramann. Der muss ja mit seinem alkoholfreien Bier da ausharren und seinen Chips. Ja, dann lass es mir mal schmecken, mein Freund. Und ich hoffe, im nächsten Jahr können wir mal richtig was zaubern. Ganz genau. Habe ich eben alkoholfreies Bier gesagt? Ciao! So ist schon ein crazy Typ, oder? Aber sehr sympathisch und schaut unbedingt mal auf dem Kanal vorbei. Da gibt es auch dementsprechend crazy Gerichte, also richtig tolle Sachen. Und jetzt sind 30 Minuten vergangen. Wir haben uns natürlich noch hinter den Kulissen ein bisschen unterhalten, der Johnny und ich. Und jetzt sind die Grünkohlchips fertig und es duftet schon traumhaft. Kameramann? Ja, ich freue mich wahnsinnig. Der Johnny kriegt noch eine Retourkutsche für sein, dass er mich ausgelacht hat. Ein Bier darfst du schon trinken. Ja, ein Bier, dann fliege ich auf einen Bein und dann haut es mich um. Schaut euch mal das an. Jetzt muss man sie natürlich ein bisschen abkühlen lassen. Grill aus und dann schauen wir uns die mal genauer und dann werde ich auch für euch probieren und der Kameramann muss auch probieren. Oh, herrlich. Schaut mal das. Ich zerbrösel mal einen für euch. Schaut euch mal das. Nicht ganz kaputt machen. So schade um Sachen. Ja, ich weiß schon. Der ist mal zerprobiert. Da haben wir jetzt aber nichts knuspern gehört. Warte. Nochmal bitte. Sonst esse ich die nicht. Warte. Ja, alles klar. Ich mag auch eins. Sind die lecker. Okay. Das sieht man den nicht an, gell? Na. Und auch wenn man Grünkohlchips hört, dann denkt man sich erstmal, boah, lass stecken, gell? Aber die sind so lecker. Dieser Grünkohl, der wird beim Dörren, beim Trocknen, entfaltet der seine puren Aromen. Also das ist so toll. Und dann in Kombination mit so einer Gewürzmischung. Also die kommt dann auch richtig gut zur Geltung. Und ihr habt gehört, wie knusprig die sind. Und der Kameramann, den habe ich jetzt auch überzeugen können. Und jetzt fehlt nur noch ihr, liebe Zuschauer. Habt ihr das vielleicht sogar schon mal ausprobiert? Kennt ihr Grünkohlchips? Schreibt mir das gerne unter das Video in die Kommentare. Und auch, ob ihr sie mal zubereiten würdet, ob ich euch überzeugen konnte. Und ja, ob euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann gebt mir natürlich auch noch einen Daumen nach oben. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich blende euch noch was zum Abonnieren ein. Einfach den Kanal kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren und dann werdet ihr informiert, wenn ich wieder am Start bin.
Oder ich. Oder der Kameramann. Am Montag ist Kameramanntag. Am Montag ist ja immer Kameramanntag. Entschuldige bitte. Oder der Kameramann. Also dranbleiben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja, macht's gut. Herrlich. Man jetzt auch noch sowas da. Mmh. Mmh.